Okay. Zivilisten befreit. Sind wir wieder inkognito? Schön. Aufzug. Runter oder du blutest! Ich öffne. Oh. Du gehst nirgendwo hin! Okay, und jetzt hauen wir mal ab. Alles okay? Was macht der denn hier? Oh Gott, jetzt muss ich den auch noch stechen. Aber was soll das denn jetzt? Fühlst du dich wohl? Ah, Freunde. Shit. So, mein Freund. Bist okay? Cool. Leichen sind weg, schade, egal. Kurz 200 Meter laufen. Dann sind wir auch schon da. Ja, wie gesagt, ich will die Stadt jetzt ein bisschen befreien. Kann man Bezirke befreien. Das geht relativ schnell, sind so kleine Befreiungsmissionen einfach. Nichts Großes oder so. Mache ich einfach ein bisschen eine Folge oder zwei. Ich habe ja alles. Und ich laufe nicht so gerne über die Dächer. Weiß auch nicht warum. Ist so ein bisschen blöd. Hau ab! Komm ran, wenn du dir eine. Du kriegst die nicht! Lass sie denn um. Ist hier schon das ganz war ja wieder was Schönes, oder nicht? Übel. Ich geh lieber. Was macht die denn da? Ich hoffe, das hat jetzt gezählt, weil manchmal sind diese Missionen ein bisschen buggy. Okay. Dafür schmorst du in der Hölle, du Lump! Sie sind jetzt inkognito. Freut mich.
Ne, Moment, ich mach noch kurz hier die eine. Leer die Tasche aus. Ihr verdammten. Hau ab! Komm ran, wenn du dir eine fangst. Du kriegst die nicht! Lass ihn in Ruhe! Komm her, komm ran! Komm doch ran! Wow, Junge. Ich hau mal schnell ab und am besten laufe ich kluge Wege. So, hoch hier, komm. Ich muss gerade mich noch inkognito machen. Und ich bin wieder inkognito. Dann gehen wir hier gerade mal zu dem Symbol. So, du bist das. Diese Gegend könnte mehr Männer wie dich gebrauchen. Mein Name ist Connor. Das ist ein schöner Name für einen Waliser. Wie ist dein echter Name? Radon Hagedon. Ein starker Name. Benutz ihn doch. Meiner ist Duncan. Ganz einfach. Wenn du genug Zeit hast, dann bitte ich dich, damit weiterzumachen. Diese teuflische Gang muss gestoppt werden. Deine Arbeit trägt Früchte, mein Junge, und ich bin kurz davor rauszukriegen, wer dieses Orchester dirigiert. Irgendwas hat die Leute mehr verschreckt als der übliche Bandenwahnsinn. Komisch, aber du mach weiter so. Tja. Alles klar, mach ich einfach weiter. Diese eine Mission hier noch. Die Tasche aus. Ihr verdammten Gauner! Gib mir halt. Hau ab! Komm ran, wenn du dir eine fangen willst! Du kriegst die nicht! Der macht mir nur keinen Nach. Vielen Dank, Mister. Hatte mich schon fast daran gewöhnt, von denen ausgeraubt zu werden. Oh Gott. Wow. Boom! Jungs. Bam, Jungs. Easy. Zeig euch das Gesicht. Ein Meuchelmörder. Ein Meuchelmörder. Bleib zurück. Lass mich in Ruhe. Zurück. Wieder. Hey, 57 Dollar erhalten. Oh no.
Oh, Rohdrücke auch noch, ey. Das geht mich gar nichts an. Na, das ist nur ein Tumult, Anzettel. Ich bin jetzt inkognito. Sagst du uns jetzt, was wir wissen wollen? Oder fühlst du dich wohl da drin? Vielleicht sollten wir es etwas unangenehmer machen. Der Bock wird langsam ungeduldig. Hab schon eine Stunde die Peitsche nicht benutzt. Zur Zeit, sie wieder aufzuwärmen, sag ich. Boom. Okay, das war jetzt ein bisschen buggy, aber er ist tot. Meine Güte. Far too easy. Sehr gut. Wie sieht's denn jetzt aus? Habe ich jetzt befreit? Ah, gibt noch eine Mission. Über all die Schätze, die man in meinem Laden finden kann. Liebe Leute, von eurer Hilfe hängt das an Kurzwaren, Lebensmittel und viele mehr. Wow. Leer die Tasche aus. Ihr verdammten Gaun. Hau ab! Komm ran, wenn du. Du kriegst die nicht! Nein. Diese Schweinehunde hat mir alles in der Hand. Gut, dass ich endlich mal auf. Ich muss kurz inkognito gehen. I don't know. Hast du den Verstand verloren? Und das in allen Formen und Farben zum echten Schottenkreis. Okay, jetzt hauen wir schnell ab. Und machen diese Befreiungsmission. Diese endgültige Befreiungsmission. Gehen zu Duncan. Ah, Connor. Dein Ruf eilt dir voraus. Doch jetzt ist die Zeit, das Werk zu vollenden. Ich hörte, dieser Kalsa ist im Nichts aufgetaucht und niemand hat die Klötner, du weißt schon, sich ihm zu stellen. Bis heute. Wir brauchen eine eigene Bande. Feuer mit Feuer bekämpfen. Wird langsam Zeit, dass jemand etwas unternimmt. Ich bin dabei. Spricht für dich. Das wäre schon mal einer. Kommt mit, wir sammeln den Rest. Hey, die Bar macht zu. Raus hier. Let's go, Freunde.